Mit über 100 Porsches von 6 verschiedenen Porsche-Clubs geht's dieses Mal durch die Pfalz. Mit dabei natürlich wir im Panamera, einer der wenigen, ist ja klar. Björn hat jetzt endlich mal die Gelegenheit, das Auto zu fahren. Dass er die Kiste mit schlappen 16 Liter Verbrauch fährt, unterstreicht nochmals: Es ist einer der coolsten Porsche, die ich je gefahren bin. Es ist so Handschalter, Sauger, was willst du mehr? Kurz vorher aber noch ein Hinweis zu Souldrive. Eure Möglichkeit, mit uns diese Saison auf Tour zu gehen. Ob an einem Tag durch den Odenwald oder die Pfalz. Mehrere Tage durch die Alpen oder das Sauerland. Oder gleich eine ganze Woche nach Frankreich durch die Provence. Bucht eure Souldrive-Tour auf soul-drive.de und freut euch auf tolle Straßen, traumhafte Landschaften und köstliche Restaurants abseits des Mainstream. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. Morgen, sorry. So Leute, guten Morgen. Gestern Frühschicht, heute gigantische Porsche-Ausfahrt hier. Kooperationsausfahrt durch die Pfalz mit über 6 Porsche-Clubs und über 100 Autos. 10 oder 11 Gruppen, glaube ich sogar. Wir sind hier Gruppe 7. Nicht der einzige Panamera. Ich habe gerade noch einen schönen Turbo gesehen. Und sonst aber alles dabei. Also wirklich krass. Auch GT3 RS, noch ein GT3 RS. Bis hin zum kleinen normalen Boxerchen. Strahlende Sonne. Das wird heute ein geiler Tag. Ich freue mich drauf. Was jetzt ganz cool ist, die sind jetzt alle gerade noch essen, trinken, gemütlich auf dem Golfplatz, was man als Porsche-Fahrer natürlich so macht. Ne? Björn und ich machen was anderes. Ein Parkplatz voller Porsche ohne Menschen. Geil. Lass doch mal ein bisschen umschauen, gucken, was hier steht. 992 GTS komplett voll mit Aero-Paket. Schwarz-Hochglanz. Zentralverschlussregler, alles Schwarz-Hochglanz, sehr, sehr teures Auto. Sehr hübscher 993 hier und noch ein sehr, sehr hübscher 993. Shark Blue GT4, sieht man auch nicht so häufig. Es wird noch ein bisschen sportlicher, ein GT3 RS, zwei GT3 RS. Und dann haben wir hier einen Cayman T, der wurde ein bisschen modifiziert, mit einem Carbon-Spoiler drauf. Da weiß man auch, das Auto ist so sportlich, trotz nur 300 PS. Wenn sich Leute einen Spoiler drauf bauen, ist das Chassis halt absolute Perfektion. Ältere Sachen hier, 914, auch sehr, sehr hübsch. Und ein Highlight hier nochmal zum Schluss. GT3 RS in Ultraviolett mit gelben Details. Silbernen Felgen, silberner Stütze. Geiles Spec. Sehr, sehr geiles Spec. Ach komm, hier einen haben wir noch. Boxer 25 Jahre. Krass, oder? Ich freue mich da jetzt für drauf. Auch ein GT3 in der Gruppe. Ich glaube, hinter den stellen wir uns. Da haben wir noch ein bisschen schönen Sound fürs Video. Also, auf geht's. Thank you.
Björn, Bock? Ja, klar. Wie ist erstmal Panamera fahren? Geil, ich muss sagen, echt Hammer. Also Schaltung ist der Knaller. Björn fährt heute das allererste Mal die Kiste. Leider noch auf Winterreifen, weil die neuen Sommerreifen noch nicht da sind. Aber trotzdem. Der schiebt auch recht ordentlich. Ich bin gespannt, was du sagst. Wir sind ja gerade erst gestartet. Wir fahren in der Gruppe hinter einem schönen GT4 mit riesen hohen Spoiler. GT3 und ja, wir sind die einzigen Luxus-Cruiser, sag ich mal, hier. Sonst ist alles sehr, sehr sportlich. Handschalter, Sauger, was willst du? Auch wenn er vorne ist. Ja. Drückt schon ordentlich. Also ist echt gut. Es ist schon echt ein lustiges Auto. Wir fahren ja einfach GTs hinterher in einem riesen Dickschiff. Ja. Und dann halt so, ach, jetzt nehmen wir doch mal den vierten Gang. Hab genug Drehzahl gehabt. Und die Handhaltung mit den kurzen Wegen ist halt super knackig. Also, ja. Das war auch, als wir das Ding damals vorgefahren sind, dachte ich mir auch so, jo, okay, passt, ist gekauft. Die Schaltung ist so geil gemacht. Ja, vorhin bin ich mal hinten gefahren. Sehr bequem, sehr bequem. Kann man machen. Ja, das machen wir bitte immer so. Machst du auch nochmal die Tür auf dann für mich? Und dann, ja. Das ist dann schon Boss-Level, das ist auch gut. Kaffeekuchen gab es dann auf der Ludwigshöhe von Edenkoben mit prächtigem Blick über die Rheinebene. Aber ganz ehrlich, ich habe mir einfach nur die Porsches angeschaut, denn so viele Porsches an einem Ort, das ist schon wirklich was Eindrucksvolles. Fahrstrecke, 16 Liter Durchschnittsverbrauch. Kollege! Das hast du noch nicht hinbekommen, oder? Das habe ich noch nie hinbekommen. Naja, jetzt wird das Auto ordentlich gefahren. Björn ist halt auch so einfach, der unter 2000 dreht es nicht. Naja, das ist ein Sauger, hallo? Das ist ein Sauger, ja, logo. Können wir. Der wird gefahren wie ein GT4. Naja, also ich fahre den ja so mit 11. Oder letztens auf der Soul Drive Ausfahrt mit 12. Ja, schon krass. Ja, nee, wenn er will, dann will er auch. Ne? Naja, passt also hin, ich sag mal so, wenn Björn 16 Liter hier hinstellt, dann heißt das wohl, dass das Auto Spaß bringt. Ne? Auf jeden Fall.
Da sind wir wieder am Startpunkt, wo wir heute Morgen angefangen haben. Großteil ist schon da. Björn ist überhappy, dass er mal endlich Panamera fahren durfte. Und? Yes, Auto ist approved. Auto ist approved. Absolut. Geniales Teil. War doch geil heute. Also so viele Autos. Den kriegst du jetzt erstmal nicht. Ja, ja. Lass ich mal einstecken. Kannst du mich noch nach Hause fahren? Ich setze mich wieder hinten hin. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Allah. Ciao.